Ey, wenn ihr 11 seid, könnt ihr mit dem Kopf auch gerade denken. Aber es gibt manche Leute, die sind Mitte 20 und die verhalten sich wie 10. Ich hab einen Kollegen, ich hab also nicht einen Freund, Kollegen, sondern es gibt einen auf, das ist wirklich wild, das ist wirklich wild. Vielleicht habt ihr das letztens, für die, die, vielleicht habt ihr es gesehen auf Twitter, da habe ich den Screenshot geschickt, ne? Das war der Typ, der Lidl tatsächlich L-I-D-E-L geschrieben hat, ne? Das ist ein Typ, der antwortet mir, keinen Scheiß, auf jede Instagram-Story von mir, auf jede, und beleidigt mich durch. Mit mehr Rechtschreibfehlern als alles andere. Ich guck in die Bio, geh drauf, Ende 20, stolzer Papa. Ich denk mir, nee, hat er nicht gemacht, Alter, das Dell muss doch trollen. Ich lese mal gleich ein paar Sachen. Sorry. Oh, ich lese ein paar Sachen vor, warte. Nein! Nein, ich hab's gerade! Oh mein Gott! Ah! Ah! Gestern, er hat gestern schon wieder zugeschlagen. Er hat gestern schon wieder zugeschlagen. Warte, ich mach kurz ein paar Screenshots. Ich muss den Namen zensieren, sonst kann er mich ficken. Der antwortet auf jede Story. Der antwortet auf jede Story, das ist zu wild. Ich mach mal jetzt so drei. Das ist halt alles aus den letzten 7 Tagen. Ich habe schon 4 Screenshots gesammelt. Safety ist die zweite Account, ich weiß. Ich glaube auch. Das ist übrigens auch kein Scheiß. Wisst ihr, worüber der sich aufregt? Wisst ihr, worüber der sich aufregt in meinen Stories? Dass ich als 22-Jähriger, der das erste Mal ein Haus baut, logischerweise, auf der Baustelle das nicht selber macht und das Haus nicht selber baut. Das bemängelt der. Ich solle mein Haus selber bauen. Ich muss sagen, ich habe da, was das Thema angeht, jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt als Anfang 20-Jähriger. Bin in dem Ausbauthema noch nicht so drin. Oh Gott, Alter, da habe ich auch noch was Gutes gefunden. Ey, kein Scheiß. So, ich habe jetzt, ich glaube, 7 Screenshots rausgesucht. Und die sind alle in dem Zeitraum zwischen dem 20. Juli entstanden. Das sind 8 Screenshots, die sind in dem Zeitraum zwischen heute und dem 20. Juli entstanden. Das heißt, der hat in 13 Tagen 8-mal auf eine Story von mir geantwortet und mir erzählt, dass ich kacke bin. Das lesen wir uns jetzt gemeinsam durch. Ey, das ist wieder ein neues Stream-Highlight-Video. Gamer Brother reagiert auf Instagram-Hater. Funky. Gönn dir, Bruder. Pass auf. Pass auf, I show you. Da geht's nämlich los. Das war gestern. Da habe ich meinen Heimkinoraum stolz gezeigt. Das kannst du halt keinem erzählen, Alter. Das kannst du halt keinem erzählen. Genau. Braucht man auch auf dem Dachboden. Einfach nur zum Angeben und zeigen, was man hat mit Doppel-T. Durch Spenden von kleinen Kindern. Doch. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt tatsächlich, und es wird viele von euch überraschen, mir den Heimkinoraum oben nicht auf den Dachboden gesetzt, um anzugeben, sondern um Filme zu gucken. Ja. Oder geht ihr auch ins Kino, um anzugeben? Nicht? Dann macht ihr was falsch. Und natürlich auch Werbung für Lidl essen, was nicht schmeckt, die vegane Scheiße. Lidl, auch einfach, wer kennt's nicht, Lidl, nur vegane Produkte, aber es geht weiter. Brauchen wir auch unbedingt, Punkt, Punkt. Hauptsache mit B, das habe ich noch gar nicht gesehen, aua. Flexen und zeigen, dass man es hat mit Doppel-T. Echt traurig, was aus den Leuten wird. Wenn man Erfolg hat mit Doppel-T, Rolex, teure Autos und immer schön zeigen, weil ohne geht nicht. Simon Gamer Bruder fährt ein VW Polo. Und bevor ich es vergesse, im Beleidige zu vorm Bildschirm seid ihr auch ganz groß, gerade du und die Teasies, weil ihr denkt, ihr seid es. Und wenn na einer vor dir steht, den Mund nicht aufbekommen oder von oben herab behandeln, das könnt ihr. Und nie antworten. Und Freunde, es folgen noch 6 weitere Screenshots.
Sechs weitere. Braucht man ja auch unbedingt, weil Teasy es hat mit Doppel-T, dass man gleich zieht. Einfach nur flexen. Was man hat. Oh Mann, Digga! Och, Bruder, och. Also. Wir haben noch vier weitere Screenshots, meine Damen und Herren. Reicht das Geld nicht mehr für das Haus? Oder warum wieder eine Partnerschaft? Was ist eigentlich aus Lidl geworden? Digga, der schreibt tatsächlich fast jedes Wort hier richtig, außer Lidl. Lidl verkackt er einfach. Oh Mann. Aua! Lidl! Mm. Ah, das tut weh. Aber wir machen nochmal weiter. Ist ja klar, dass du das weitermachst bei 12.000 Zuschauern und dass er das auch hochladen tut und wieder streckst bis sonst wohin, dass er ganz locker auf 10 Minuten kommt. Da geht es darum, dass ich, also da hat er sich beschwert, dass ich 6,5 Stunden lang Karriere gestreamt habe, denn ich habe die Karriere nur so lange gestreamt, weil ich 12.000 Zuschauer hatte und bin der Stream-Highlight-Kanal, das ich strecken kann. Funky wird auch mit reingezogen. Aber bis auf das mit Doppel-S und der Kommasetzung gibt es hier, glaube ich, keinen Rechtschreibfehler. Okay, hier nochmal das mit Doppel-S. Hochladen tut, auch schwierig, aber... Okay. Nein! Weißt du, wenn du dich bei Lidl mal verschreibst, würde ich es ja feiern, aber der meint es halt ehrlich ernst. Der ist halt wirklich drin, ne? Der schreibt Lidl genauso. Okay, weiter geht's. Schade, dass du nicht auf das Maul geflogen bist. Da hätte man mal deine große Fresse gestopft. Wisst ihr, welches Meme mir da geradezu einfällt? Dieses, ich weiß, du willst mich schlagen, aber du kannst es nicht. Aber Freunde, last but not least. Da habe ich angekündigt, dass ich Karrierestreams am 22.07. mache. Brauchst Geld für Steuerrückzahlung und für elektronische Rollos? Oder warum streamst du Karriere? Oder auch das Überwachungssystem. Ganz wichtig, bei ein J-Promi wie du einer bist, ist klar. Es ist so, es ist so dumm, ne? Es ist wirklich. Und das ist alles aus den letzten 2 Wochen. Da hat er in 2 Wochen verfasst. Ja, okay. Haben wir dann auch durch. Kurzer Real Talk nochmal an der Stelle. Ist alles lustig. Also, ich glaube, die mich kennen, ihr wisst, dass mich so Hate-Nachrichten eigentlich wirklich nicht so wirklich interessieren. Weil, keine Ahnung, also ich meine, wenn man sich halt dann mit den Leuten auseinandersetzt, die diese Hate-Nachrichten verfassen, dann hat das mehr einen belustigenden als einen beleidigenden Geschmack, muss man ganz ehrlich sagen. Also, vielen Dank auf jeden Fall hier an den Kollegen für das Füllen des Streams. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Aber ja, tatsächlich eine positive Anekdote noch daraus. Die Leute fragen manchmal, ey, wann ist der Punkt, wo man merkt, dass es bei einem läuft? Oder wann ist der Punkt, wo man merkt, dass man mit YouTube Geld verdienen kann? Oder wann ist der Punkt, wo man merkt, dass man auf YouTube erfolgreich werden kann? Freunde, es ist der Punkt. Es ist der Punkt, wo die Leute ihre Zeit dafür opfern, um dir innerhalb von 2 Wochen 8-mal auf die Story zu antworten, um dir zu sagen, wie kacke du bist. Das ist der Moment, wo du weißt, okay, ich scheine für die Leute tatsächlich so relevant zu sein, dass sie sich so krass Gedanken darüber machen und dass die so krass unzufrieden sind damit, dass ich da stehe, wo ich stehe und die nicht. Das ist der Moment, wo ihr euch selber auf die Schulter klopfen könnt und sagen könnt, ja, ich glaube, bei mir läuft. Ich glaube, der Typ hat sich for real einfach jetzt schon mehr Gedanken über meinen Heimkinoraum gemacht und warum ich den nicht verdient habe, als ich überhaupt in meinem eigenen Heimkinoraum war und da schon Filme geguckt habe.